So, wir sind jetzt unterwegs in, wie heißt der Laden? Beer Center, Beer Arena. Auf jeden Fall müssen wir Bart von Center abrasieren. Wir wissen noch nicht so ganz genau, ob das zur App-Check oder Trash-App fällt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir wollten aber heute Nikolaus. Heute schon Special Stream. Sag doch, warum nicht heute Special Stream. Ja, und jetzt für euch Special Reupload. Ja, Mann. Argarino. Genau, so. Let's go. So. Was mit Sound, Leute? Hört die Mucke, hört die Mucke. Bespreit. Safe, guck mal, Alter. Der Baum oben hat Fetzerei ein bisschen erlitten. Ja, nein, warum hast du es weggemacht? Ey, warum? Das hättet ihr runterladen können. Oh, da kommt bestimmt Cheerleaders noch mal Werbung. Revenge. Okay, wen nehmen wir? Wen holen wir? Warte, wir müssen uns ja erstmal voranarbeiten. Wer ist rein, Paul. Der? Hunter. Rein dir, das heißt einfach Ich weiß, Bruder. Ja, rein dir. Wer ist, lass doch Santa machen, weil wir heute Nikolaus haben. Aber wir müssen uns doch erst mit anderen Bärten testen, bevor... Oh, du scheißt doch, nimm Santa, Alter. Wie der Samschigi Glumanda heute mit deinem Smartphone fangen. Das im Original. Sag, wie soll ich hier agieren richtig? So, wie fangen wir an? Erstmal mit Schere, oder? Mhm. Da, reicht, oder? Kann's gehen. So, Augen ein bisschen ausstechen noch. Guck mal, da unten ist noch richtig viel Haiwan-Scheiße. Alter, also ich finde schon, dass der Realitätsaspekt sehr bewusst beachtet wurde. Ey, safe erinnert diese App Nico an WoW. Ja, locker an den Barbier-Shop in WoW. So. So, dann kann man... Den hier, nee, den noch nein. Nicht. Der hat schon rasiert, Schaum? Nein. Den hier? Maschine. Du hast ihn ja gerade... Oh, du hast ihn geschnitten. Nein, der hat dann B-Hole. Ein kleines. Du hast ihn aber... Sollen wir Bart so lassen, weil wir Dingens nicht gemacht haben, Bruder? Nein, du hättest erst ein bisschen Martine. Nein, Mann, wir machen jetzt Instant-Rasur, Alter. Was gegen den Strich, Mann. Komplett. Das Richtige ist auf sein Auge. Das Spiel ist so geil, Alter. Alter, erinnert mich safe an WoW. So. Voll nett rasiert, ne? Du hast ein paar Kids rein. Übertreib nicht, der arme Junge! Bruder, der hat mir damals nicht die Geschenke gegeben, die ich wollte, Alter. Jetzt hat er das, was er verdient. Kör, kör! Ich würde sagen, solide. Vor allem, dass die Haare abfallen. Immer weiter. Alter, der kriegt Herpes, Alter. Boah, ich verursache Herpes bei dem. So, nochmal hier ein paar Stiche verteilen. Warum kriegen wir die kleinen Scheißhaare nicht? Machen wir nochmal Rasierschaum auf die kleinen Haare. So, und jetzt? Messer, Messer, Messer. Hä? Ich mache noch so ein bisschen hier die Luft auch sauber. Oder chillen die da einfach nur? Nee, nee, die sind ja... Schere, Schere. Nee. Ich will seinen Zipfel abschneiden. Ja, und jetzt? Da, zu bilden! Babinzette. Jetzt gibt ihm noch Aftershell. Der hat einen neuen Bart bekommen. Hä? Was ist das? Das ist, damit die Haare besser wachsen. Da machst du ein bisschen Feenstaub drauf. Und Aftershell. So, das war der beste Friseurbesuch, den es gibt. Safe, ich will safe. Gossip Girl 3, The New Prom Queen. The New Prom Queen. So, warte. Wie weit kriegen wir die Maus zu mir? Ja, theoretisch hier. Boah, immer muss ich Trash App spielen. Immer, aber Bruder, du musst dich jetzt beweisen. Boah, die Ballet haben echt solide Spiele. So. So, jetzt musst du zeigen, wie man das richtig macht. So. Tag, ey. Kneißt ihn erstmal ab. Ja. Fertig. Kann man. So, jetzt. Wolltest du die Maschine? Ja, stimmt eigentlich. Ich muss mal resetten.
Vor allem, warum hat ein Rentier ein Bart? Warum nicht? Ja, okay. So. Bruder! Du hast ihm Herpes gegeben. Weißt du, dann macht man so. Der war's. Das lebt halt jetzt da. Voll gut wieder. Ist doch gut, oder nicht? Ja. Was machst du denn? Das Ding muss ich weg. So. Und jetzt? Würdest du sagen, das Leben? Muss langsam machen, sonst kriegt der Schnittwunde. Egal, weißt du? Bei uns im Barbershop macht man dann einfach das hier. Oder vielleicht das hier. Genau auf die Iris davon und es ist weg. So einfach geht das. Ja, hab ich ja. Was ist das hier denn? Ach nein, das hat der neue Bart. Das ist der Bartkreierer. Okay, Leute, warte. Wir machen kurz was, weil wir kriegen den ja eh wieder normal hin. Ich würde gerne diese Maschine nehmen. So. Karma, Karma, Karma. Deswegen kriegst du es nicht. Wow, ey, beruhigt Mike. Nicht aus Regie, der. Du hast den verletzt, Mann. Ja, pass auf. Ich verletze mich noch mehr. Aber das juckt den halt nicht. Weil wegen After-Schabe. After-Schabe. Ich bin stolz auf dich. Mhm. Du hast den Clean AF gemacht. Und dann? Der Facecam Rand ist echt richtig am Randalieren. Und dann manchmal, ne? Aber auch nur manchmal. Passiert Folgendes. Ein Schnurrbird. Boah, Junge! So. Und jetzt, wenn ihr euch vielleicht ein bisschen weniger denkt. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. So. So läuft er manchmal rum. Richtig gut von dir. Jetzt soll ich irgendein Facecam einfach ausmachen. Das war der Fall. Nee, war richtig. Ah, Leute, hey! Da ist AJ. So, pass auf, ich mach mal richtig, wie man den macht. Nein, wir wollen das durchziehen bis Finale. Ich würde eigentlich gerne einen Screenshot machen, aber. Und als Handy darin benutzen, ja, oder? Ja, aber pass auf. Jetzt, wen nehmen wir jetzt? Wir müssen ja wen anders nehmen. Rudolf. Ich will. Oder Paul. Paul, ne? So. Erstmal muss man meist wegmachen. Der hat echt einen soliden Bart. Safe. Das Problem ist, sobald man das Gerät in die Hand nimmt, geht das instant an. Ja. Das ist das Problem. Du kannst ihn halt nicht mal ausstellen oder so. So. Richtige Gauner. Mit der Lernt, Alter. So. Scheiß mal auf Dingens. Wer hat hier gerülpst? Und warum? Ich hasse solche Leute. So, der braucht eh kein Dingens. Kein Aftershave, weil. Genau, ein Pixelblock, weil. Du kannst es eh. Du kannst eh hier wegmachen, deswegen braucht er keinen Rasierschaum. Die Sache ist. Wir lassen den doch, glaube ich, so, weil dann kann er zu seiner Frau gehen und sagen, der hatte Fetzerei. Ja. Richtig. Und dann hat die Respekt vor dem. Ah, und hat Angst, dass sie die Nächste ist. Ja, ist die dann aber auch. Dieser Pixel. Guck mal, der hat auch schon soliden Bart, ne? Ja.
Oh. Was würdest du sagen, dass der Bart geil ist? Safe. Ich würde noch so die Koteletten hochziehen. So komplett. Ah, der macht. Ja, aber jetzt sieht er ein bisschen aus auf der einen Seite wie ein Affe. Warte. Ich hab Idee. Weißt du, was sonst immer lustig ist, wenn man den Oberlippenbart wegmacht? Das sieht so behindert aus. Oberlippenbart komplett. Ja, ja, Oberlippenbart immer komplett weg. Das sieht immer richtig dämlich aus. Und dafür den Rest full. Der Rest full. Das musst du mal machen, ja. Das ist ein bisschen unangenehm. Ja, aber kann man die wegmachen? Guck, das sieht halt nicht cool aus. Findest du? Das sieht nicht cool aus. Schade, dass man nicht noch so Sticker machen kann. Auf den. Was auch immer das ist. Wir müssen resetten. Holen wir einen anderen Gauner. Ich will jetzt mal ein tierisches Lebewesen. Normaler Tuskybart. Wie sieht der ohne aus? Heftig. Sieht einfach gar nichts. Du hast den Nein. Weißt du, wie die Wunde bei dem Hund aussieht? Als hätte der richtig mit Messerattacke erlitten. Der arme Hund. Weißt du, bei Santa Claus war mir das ja egal, aber nicht mehr bei dem Hund. Okay, dann machen wir das weg. Hier ist ja kein Problem. Ist voll gut, dass Hunde Aftershave bekommen. Ach, der Hund ist auch nicht korrekt. Wir müssen rein, der. Alter. Wahrscheinlich. Das sieht so kacke aus, ne? Das ergibt so keinen Sinn. Was würdest du denn so jetzt schon mal so ein Rating geben? Vorab-Rating für das Game? Also ich finde von der Story her, dass direkt so klar gemacht wird, hey, du hast einen eigenen Barbershop, hast richtig krasse Kunden und so. Und du musst die halt fresh machen für diverse Anlässe. Das wurde richtig gut rübergebracht. Und da würde ich halt schon safe so 20.000 von 173 Punkten geben. Echt? Gesamtwertung? Nein, nein, nur für die Story. Ah, nur für die Story? Ja, ja. Alter, dann will ich ja gar nicht wissen, was bei der Gesamtwertung gleich abgeht. Eine Sache, die mich halt stört, ist, dass konstant Werbung unten läuft. Ja. Das finde ich den Spielfluss zwar nicht beeinträchtigt, aber ich meine, wenn man mal in der Bahn sitzt und dieses krasse Game spielt, wird die ganze Zeit Datenvolumen gezwackt, Alter. Ja, das stimmt, Alter, weil passiert mal schnell, dass du mal so 8 Stunden spielst, ohne dass du es merkst. Ja, ja, und deswegen gebe ich da auf jeden Fall minus 3 von 20 Trillionen Punkten. Boah. Was ich aber gut finde, ist die realistischen Splatter-Effekte mit Blood und so. Safe, ne? Also, ich finde es halt krass, dass es familienfreundlich ist. Ich würde das halt safe USK 18 oder sogar auf den Index setzen. Ja, Index würde ich machen jetzt. Ja, ne? Aber für mich fördert das den Spielspaß und deswegen gebe ich dafür safe 37.512 Punkte von möglichen 7. So wenige. Ja. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr gegeben. Und wir kommen auf eine Gesamtwertung von mehr als 2. Nein, nein, warte. Eine Gesamtwertung von 12.375.837 von möglichen 123.000 Punkten. Solide. Ja, safe, oder? Bin ich genau der Meinung. Also ich kann das bei der App genauso unterstreichen. Weil guck mal. Du rasierst so. Dich juckt das gar nicht, ob dem weh tut. Ja, ja. Machst weg. Machst du so hier, zack, ne, fuckst den übelst ab. Hier machst du auf Auge, dies, das. Herpes. Und dann denkst du einfach, halt doch einfach dein Maul. Mit deinen komischen Schmerzen, die du hast. Und nicht der Punkt, der da weggeht. Fertig. Egal, wie du rasierst. Einstellungen. Vielleicht Home hier. Ja.
Dann hier ein bisschen hier Mädchens. Wedding Make-up Artist 2, weil der erste Teil war krank. Alter, den haben wir auch schon mal damals in der Review gezockt, ne? Könnt ihr gerne aus... City of Love. Ich würde schon sagen, mehr als zwei Werbung. Ja, wir haben alle Charaktere ausprobiert. Leute, das war Trash Apps in einem Trash Apps Livestream Part Nummer 1. Würdest du sagen, der war küssend? Ja, und jetzt kommt Nummer 2. Gebt ein Like, auch diesen Kanal nichts zu verpassen. Und tschüss.